heute für einen weiteren Let's Talk bei dem Fraunhofer CML in Hamburg. Und da kann man das Gebäude schon sehen. Da werden wir uns gleich anschauen, wie so eine Schiffsbrücke aussieht mit ganz moderner künstlicher Intelligenz, die dafür genutzt wird, um Funksprüche vernünftig zu identifizieren. Ich bin schon sehr gespannt. Nehmt euch mal mit auf die Reise. Ja, wir sind heute beim Fraunhofer CML in Hamburg und ich bin heute hier zu Gast. Bin schwer beeindruckt, weil das Themen sind, die ich nicht tagtäglich mache. Hier haben wir nämlich üblicherweise jetzt einen Mast von einem Schiff, also wo alles drauf ist, was man so an Technik hat auf so Schiffen. Und was das mit KI zu tun hat und warum die hier dran forschen oder sowas, ich denke, das kriegen wir jetzt gleich erklärt. Neben wem stehe ich hier gerade und was macht ihr? Ja, ich bin Jan Solle vom Fraunhofer. Und was wir hier so ein bisschen machen ist, Forschung am Schiff selber ist unglaublich teuer, wenn das Schiff erst im Hafen liegen muss an einer Pier und Wissenschaftler sitzen auf dem Schiff und sind dann vielleicht auch nicht gleich so im Orientiert, sondern wir brauchen ein bisschen Zeit. Dann haben wir uns gedacht, bauen wir uns ein Stone Ship. Also ein Schiff aus Stein. Und das haben wir umgesetzt. Wir haben erstmal einen aktuellen Mast gebaut. Auch die Antennen haben ungefähr so alle angebracht, wie sie auf einem echten Schiff wären. Wir haben hier eine gute Position. Das heißt, wir haben möglichst wenig Gebäude um uns herum, die größer sind als unser Mast. Das gibt uns eine gute Abgabefähigkeit von Signalen und auch eine gute Aufnahmefähigkeit. Und alle diese Daten gehen unten in die Brücke rein und wird dann über unseren Kosmos im Gebäude, aber auch zu anderen Fraunhofern oder zu anderen Firmen abgesandt. Ich kann also 24/7 ganz sichere Daten, aber Originaldaten, halt auch mit kleinen Fehlern, wie sie halt im echten Leben. Genau. Ja. Kann ich halt an andere fertiggeben, zum Beispiel eine Elektronik oder irgendwas, etwas bauen wollen fürs Schiff und die gucken wollen, ob ihr es funktioniert. Und zur KI ist es so, jede KI ist nur so gut wie die Daten, die sie zur Verfügung hat. Und wir nehmen diese Daten halt den ganzen Tag, also 24/7, auf und wir kommen auf viele, viele Hunderte und Tausende von Stunden, jeweils immer verschiedene Signale. Und dann kann ich natürlich sehr gut die Datenbank programmieren. Und dann habe ich genug Daten vorhanden und dann ist die KI auch schlagkräftig und macht einen guten Eindruck. Sehr schön. Ja, ich war vorhin schon selber beeindruckt. Wir sind ja schon einmal durchs Gebäude gegangen und haben uns angeguckt, wo ihr KI überall einsetzt im maritimen Bereich. Da ist ja sowas wie Logistik. Also wie kommen die Container aus dem Hafen weg, dass es nicht Staus in Hamburg gibt? Und da habt ihr richtig eure, können wir vielleicht gleich nochmal kurz reinschauen in eure Demo. Also ihr forscht ja wirklich an allen Daten, die es irgendwie gibt. Also Logistikdaten, Funkdaten, Steuerungsdaten, wie verhalten sich die Leute auf der Brücke? Also all das nehmt ihr auf, analysiert das und versucht daraus ein Tool zu bauen, was dabei unterstützt, den Alltag besser zu meistern. Gebe ich das richtig wieder? Oder? Absolut korrekt, genau. Ja. Also war einfach so, als hätte man einen Partner neben sich setzen, der das, was man nicht gerne macht, sich einfach über Daten nochmal klar werden. Sondern ich möchte eigentlich live etwas fahren oder ich möchte meine Container bewegen sehen. Aber jetzt zu gucken, wie viele Systeme zum Beispiel bei Akku sind dann gerade am Auslaufen, wo muss ich dann zum Beispiel jetzt wieder nachladen? Das sind ja Dinge, die interessieren mich nicht, die passieren immer wieder selbst. Und das kann man natürlich einem Programm ganz gut übergeben, sowas. Und dafür braucht man aber eine Menge Daten, damit der auch wirklich weiß, so würde jetzt ein Mensch entscheiden. Geht der zum Beispiel zurück mit 22% Akkuleistung oder mit 33? Das muss man ein bisschen trainieren, dann weiß er das auch. Je nachdem, wo die Position ist. Super. Das gucken wir uns jetzt mal live an. Kommt mal mit runter. So, jetzt sind wir hier auf so einer echten Brücke angekommen. Auf so einem wirklichen Schiff mit einem echt hübschen, wie nennt man das, Cockpit? Oder wie heißt das hier beim Schiff? Das heißt eigentlich einfach, das ist eine Brückeninfrastruktur. Okay, alles klar. Also wir können hier links und rechts gucken und können uns hier anschauen, wie wirklich so eine echte Schiffsbrücke aussieht. Genau. Was sehen wir denn hier alles? Ja, also was wir hier sehen, wir sind gerade nicht ganz günstig gefahren. Wir sind ein bisschen dicht bei. Wir sind hier in verschiedenen Hafenbereichen, die wir hier sehen können. Wir haben dort vorne quasi schon angefangen auszubauen, dass das hier mal ein Terminal wird. Wir sehen ja anhand der Struktur, die wir hier vorne schon sehen, wir sind auf dem Tankschiff. Und jetzt können wir hiermit zum Beispiel üben, wie wir autonom anlegen, sodass die letzten Meter, selbst bei starkem Wind quasi oder auch bei schlechten Wetterströmungen, die KI den Schiffsführer unterstützt, um ein Hafengebiet, was er vielleicht noch nicht kennt, einfach mit altem Wissen quasi schon zu befahren, weil man weiß, wie die Strömungen hier sind. Also unter Stress ist halt immer der Punkt, weil wir brauchen, wenn wir relaxed sind, eigentlich keine Hilfe von Seiten der Technik. Aber in dem Moment, wo ich unter Stress gerate, das heißt also, es kommt mir vielleicht jemand blöd gegenüber, der fährt hier in mein Fahrwasser rein, wo ich jetzt gerne gedreht hätte. Ich habe einen starken Wind, ich habe vielleicht sogar eine starke Drift und jetzt möchte ich an den Platz und jetzt geht es darum, zum Beispiel, ich möchte die Ruderlage wählen oder auch den Bootraster benutzen und ich kann hier dann zum Beispiel einfach mal trainieren. Das ist gut und jetzt trainieren wir aber nicht nur Menschen, das machen andere Institute, wir trainieren hier rein die Technik, um halt zu sagen zu können, sie würde mir dann quasi sagen können, soll ich schon mal anfangs Bugstrahlruder zu benutzen? Du kannst jederzeit eingreifen und weniger oder mehr geben, aber ich glaube, ich habe das schon ganz gut im Griff und das zeigt er normalerweise auch an.
Und dann sagt er, also mich brauchst du gerade nicht unterstützen, weil ich komme genau so, wie ich anlegen will, komme ich gut klar. Und dann kann er sich zum Beispiel um eine Kommunikation mit einem Entgegenkommer eher damit auseinandersetzen. Super, beeindruckend. Und man kann erkennen, es ist eine Hilfestellung, nicht der Ersatz, sondern einfach nur eine Unterstützung. Genau. Also eine Hilfestellung muss ja sein, weil Ersatz ist noch nicht zulässig und das würde noch 7 bis 10 Jahre durch die Regularien dauern. Und wie gesagt, wir können aber damit auch bei Schlechtwetter zum Beispiel die Personen, die auf der Brücke sein müssten, vielleicht um 1 reduzieren, weil die KI das Umfeld schon ganz gut im Griff hat. Ich kann mich auf einzelne Sachen dann als Mensch sehr gut konzentrieren und das dann, sag ich mal so, wenn sich jemand anders darum kümmert, kann ich mich mit der Kommunikation eines anderen Menschen kontrollieren oder ich kann etwas anderes machen. Vielleicht haben sich Container gelöst an Deck. Dann kann ich dort mich mehr mit beschäftigen, zu sagen, Bootsmann, geh mal da ran, von da aus oder sowas. Ich habe Möglichkeiten, ohne dass das Schiff quasi nicht mehr führerfähig ist. So, jetzt haben wir noch eine kleine Brücke. Was können wir denn hier sehen? Also hier können wir sehen, wie derjenige, der die Brücke bedient, halt, wo der mit seinen Augen ist. Und wenn ich ihm jetzt verschiedene Aufgaben gebe, und wir sehen jetzt hier gerade schon, wir sind noch ordentlich vernebelt, und ich habe ein sehr enges Fahrwasser. Ich befinde mich hier gerade zwischen Dänemark und Schweden. Das heißt, dort habe ich sehr enge Passagen. Wir sehen hier, vielleicht nicht ganz gut per Kamera zu sehen, wir sehen hier ein paar Fahrer, die mit uns im Nebel sind. Ich habe eine gewisse Geschwindigkeit. Ich kann theoretisch jetzt auf Sicht nicht mehr anhalten. Für alle die das nicht kennen, wie man zur See fährt. Also ich brauche normalerweise immer schon so eine Sichtlänge. Bei Nebel ist das nicht der Fall. Und jetzt ist es so, dass ich mit dem Radargerät natürlich in den Nebel reinschauen kann. Und jetzt gucken wir, wie ist diese Situation da? Wie reagierst du zum Beispiel? Wo guckst du vermehrt hin? Ne? So, bist du zum Beispiel jetzt mehr mit dem Antrieb beschäftigt und mit dem Radar, wo bin ich? Oder bist du mehr dabei zu gucken, wo sind meine anderen Mitfahrer oder auch Entgegenkommer tatsächlich? Und je mehr Leute wir dir zur Verfügung stellen und je mehr wir noch Regen einsetzen lassen oder Schnee, desto aufgeregter wirst du. Und dann sehen wir genau, wo du mehr hinguckst. Und wir können dann zum Beispiel sehen, dass ältere Seefahrer, dazu gehöre ich übrigens auch schon, ich gucke mehr raus, weil ich die Schnelligkeit der Aufnahme von der Technik im hochkritischen Fall, wo ich sehr nervös bin, nicht mehr ganz schaffe. Ich gucke also Hauptsache, dass die Abstände stimmen und ich fahre zwischen allen durch. Jüngere Kollegen sieht man zum Beispiel, die haben eine deutlich höhere Verweildauer auf der Technik. Und das ist so das, wo wir immer schauen, wie kann da jemand unterstützen. Also wenn da jemand viel rausguckt, müsste man mir zum Beispiel die Daten aus dem Radar zum Beispiel sprachlich zur Verfügung stellen, weil ich definitiv nicht mehr auf den Bildschirm gucke. Und dann würde das System sofort erkennen, haha, hier habe ich einen von den etwas älteren Kollegen, dann bitteschön sage ich im Radar, ich sage ihm 12 Grad voraus, 7 Meilen, der würde uns zum Beispiel eine CPA, Closest Point of Arrival, haben von 6 Minuten. Dann muss ich schon was tun und dann kann ich hier die Hebel bewegen, weil ich ihn noch nicht sehe. Okay, jetzt sind wir hier unten mal und schauen uns an, wie wir künstliche Intelligenz für Funksprüche einsetzen. Du bist ja lange zur See gefahren. Für jemanden, der gar nicht zur See gefahren ist, ist das vielleicht gar nicht so einfach zu verstehen. Aber Funken ist ja schon eine Herausforderung. Ja? Einmal der Empfang, das knackt und knatscht und knirzt. Und wenn ich da auf der Brücke bin und verstehe das nicht richtig oder auch umgekehrt, ich bin in irgendwelchen Unterstützungsverbänden unterwegs und höre nicht richtig, dann kann das schon richtig Stress bedeuten und auch letztenfalls Menschenleben kosten, wenn ich das nicht verstehe. Was macht ihr denn jetzt hier eigentlich? Also was wir hier machen, wir unterstützen quasi denjenigen, der den Funk bedienen muss. Das heißt also, der Funk geht hier bei uns rein, ganz normal, wird aufgezeichnet und gleichzeitig in Schrift übersetzt, so transkribiert. Und das machen wir im selben Moment, wo der Funkspruch reinkommt. Damit habe ich natürlich dann super die Möglichkeit zu sagen, ich höre ihn mir nochmal an, ich habe ihn nicht ganz richtig verstanden. Denn wie Sie schon richtig sagen, ist es ja so. Wir sprechen ja alle gar nicht richtig Englisch zur See, sondern das ist eine Weltsprache mit verschiedenen Slangs auch. Und das ist nicht einfach bei dem Lärm zu verstehen. Und wir haben es halt hier so gemacht, dass wir auf diese Sprache ein bisschen eingegangen sind, auch gerade auf Slangs, und sind dann in der Lage, das sehr gut zu übersetzen. Also auch Deutsch ist kein Problem, Finnisch nicht und so. Also Englisch ist noch eine relativ leichte Sprache, was das betrifft. Ja, beeindruckend, dass ihr das nicht nur transkribiert, sondern ihr habt ja noch ein paar Besonderheiten drin, nämlich: Wir sind auf dem Schiff, da ist nicht irgendwie mal eben Internet immer verfügbar. Ich kann da nicht irgendeine Cloud-Info nehmen, wo ich sage, okay, nehme ich irgendeine Cloud-Lösung, die mir KI mal eben so errechnet, weil die Millionen von Sprachinfos hat, sondern nein, ihr müsst das auf dem Schiff können. Also
wirklich lokal. Also das Ding ist ja so gebaut, dass die gesamte Technologie auf dem Schiff funktioniert und da alles mithört und da auch versucht zu verstehen und zu übersetzen. Habe ich richtig verstanden, recht? Absolut korrekt, genau. Also bei uns ist es so, dass die Technik, die wir hier entwickeln, theoretisch auf einem ganz handelsüblichen, etwas älteren Laptop problemlos funktioniert. Das muss dort sein, weil ich habe, wie gesagt, auf offenem Meer nicht überall Satellitenkontakt und wenn, dann könnte der gestört sein oder die Bandbreite reicht nicht. Also wenn man diese typischen Spracherkenner hat, die wir zu Hause kennen, die müssen ja immer ins Internet gehen können, um sich dort von der Datenbank die Antworten zu holen, die sie brauchen. Hier bei uns ist das nicht möglich, hier bleibt das auf dem Schiff. Das ist auch ganz gut so, weil wir halt auch Sicherheitsbereiche abdecken können. Nicht jeder möchte, dass das gesprochene Funkwort eventuell einmal durchs Netz geht, halb um Globus rum und wieder zurückkommt, sondern hier möchte man vielleicht auch, dass manchmal der Inhalt auf dem Schiff verbleibt. Okay, extrem spannend. Und was ich so schön finde, ist, dass man hier wirklich die Technologien nutzt, um die Menschen zu unterstützen, bessere Entscheidungen zu fällen. Also ich habe hier nicht eine KI, die das alles macht, sondern ich habe eine KI, die sagt, okay, ich höre für dich mit, ich versuche das besser zu verstehen und ich versuche es dir zu archivieren, dass du die besseren Entscheidungen fällen kannst. Also es ist ja wirklich hier eine Unterstützung für den Menschen, was ich hier erlebe und nicht es laufen automatische Prozesse damit an. Das könnte man zwar theoretisch tun, aber das ist hier überhaupt nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern die Menschen sollen entscheiden und dafür sollen sie die bestmöglichen Unterstützungen bekommen, Sprache zu verstehen, auch das mit den Slangs hast du ja schön gesagt. Ne? Alleine, wenn ich mir in Deutschland angucke, wenn wir Englisch sprechen, kommt es darauf an, aus welcher Region kommst du und alle Slangs habt ihr quasi auch abgedeckt. Und ich habe auch verstanden, theoretisch könnt ihr auch andere Sprachen verstehen. Ganz genau. Also es ist so, wir haben natürlich, die ganze Welt geht nicht, weil das natürlich ein riesen Datenaufwand wäre. Aber zum Beispiel in einem finnischen Anbieter haben wir es so, der hat von uns gesagt, mach mal bitte 3 finnische Slangs zusammen mit der finnischen Muttersprache und bitte Schwedisch noch dazu. Das ist in seinem Gebiet die meisthäufigsten gesprochenen Worte zu Englisch. Und somit hatten wir sehr schnell schon 5 Sprachen, die wir dann abbilden können. Und gerade Finnisch, wer das schon mal gehört hat, das ist nicht einfach. Und da bietet mir sofort die Möglichkeit, es wird sofort transkribiert, ich kann es dann mitlesen, ohne Probleme zu haben. Das ist eigentlich so der Vorteil. Was für die, also was hier ja vielleicht noch ein bisschen Erleichterung ist, du musst nicht den ganzen Wortschatz verstehen, sondern hier ist Fokus wirklich maritime Sprache, also Mayday, Mayday hatte ich verstanden, also dreimal Mayday ist wirklich dann Notfall, ja, und da will ich auch wirklich wissen, was hat er jetzt wirklich gesagt, ja, und es ist ausgelegt auf die maritime Sprache, kann aber natürlich auch gelernt werden für was anderes. Aber das macht es eben möglich, dass dieser Sprachschatz überschaubar bleibt. Also dass man eben sagt, mich interessiert der Fokus, der hier wirklich in der maritimen Welt läuft. Jetzt haben wir ja hier so ein Ding stehen. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Also hier steht jetzt so ein Mikrofon und vielleicht versteht er mich auch einfach so. Mal schauen, wenn ich hier ganz normal reinspreche, ob das Ding versteht, was ich hier sage. Das sieht schon mal, obwohl es nicht maritim ist, würde ich sagen, ist das eine 100%ige Trefferquote. Und ich habe jetzt auch nicht besonders gesprochen, sondern der Grundgedanke ist ja, man soll so nativ sprechen, wie man es auch üblicherweise tut, weil sonst brauche ich die KI nicht, sondern sie soll ja wirklich die normalen Gegebenheiten optimieren, die eben da auf See herrschen. Genau. Und hier sieht man auch gleich noch ganz gut ist, dass wir nicht nur die Sprache empfangen, speichern auf Audiobasis, sondern auch das Übersetzen, sondern wir nehmen auch gleich noch die Richtung des Funkspruchs auf. Jetzt hat er bei uns hier ein bisschen Schwierigkeiten, weil wir natürlich im Labor sind, aber theoretisch kriegen wir die Richtung noch mit. Das heißt, ich kann im Seenotfall zum Beispiel, gibt er mir eine falsche Position an, ich kann aber sofort sehen, das stimmt nicht mehr ganz. Ich habe die von dem anderen Funkgerät sofort mit lokalisiert und somit kann ich auch feststellen, ist der überhaupt der Nottragende oder der Notleidende jetzt gerade der Funksprecher oder hat er zum Beispiel ein Schiff, was ihn schon sieht und funkt mich an. Und das ist alles zur Unterstützung. Und ganz wichtig nochmal auch das, was gesagt worden ist, wir machen es nicht, um die Menschen zu ersetzen, sondern wir geben ihm eigentlich einen lernbaren Assistent an seine Seite, der sagt, meine Schwäche ist, ich höre nicht mehr so gut. Ja. Bitte hör für mich den Funk ab und gib mir die Informationen, die ich brauche, einfach weiter. Und damit habe ich die Möglichkeit, ich habe einfach eine zweite Person neben mir und ich kann mich darum kümmern, was ich vielleicht am besten kann, zum Beispiel durch schwere See das Schiff zu fahren und die anderen. Und das machen wir hier im Fraunhofer-Institut eigentlich so als Hauptmaß. Wir versuchen nur Assistenzsysteme zu entwickeln. Ja, und da ich ja selber so ein bisschen segle und Seefahrerei ganz spannend finde, Emotionen gehören ja vielleicht auch noch dazu. So ein Captain hat nun mal die Verantwortung für so eine Truppe und er muss auch dafür sorgen, dass die Motivation passt und dass die Leute Bock haben und dass sie mit ihren Ängsten und Sorgen irgendwo hinkommen. Das kann eine KI vielleicht nicht so gut. Also genau. Mensch ist immer wichtig. Genau. Mensch, ich sage einen Riesendank, dass wir das zeigen durften. Auch einen Riesendank in die Richtung. Vielen Dank fürs Zuschauen für heute. Wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch, ein kleines Like dazu und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.